Ich habe einen ganz kleinen Rossmann-Haul. Ich habe ein paar Sachen für Videos geholt, aber auch Dinge, die ich so brauche. Und was ich gekauft habe, möchte ich euch natürlich in einem Video festhalten. Erzähle ich euch nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich habe euch heute einen kleinen Rossmann-Haul. Ich fange jetzt gleich mal mit dem Interessanten an. Ich habe mir von Q&A ein Serum gekauft. Ich habe gesehen in der Rossmann-App 20% und normalerweise hätte es 7,99 gekostet, also über 1 € weniger. Und weil ich habe ursprünglich überlegt, so soll ich meinen Isana wieder mitnehmen. Hier ist halt auch bloß Hyaluronsalz drin. Also da wird mit extrem viel geworben. Ich werde auf jeden Fall eine Review drüber machen, auch wenn sie negativ ausfällt. Ich bin echt gespannt. Also ich möchte einfach zukünftig ein bisschen mehr wagen, weil ich hole die Sachen ja auch, um euch darüber zu informieren, ob die was taugen oder nicht. Und da ist dann auch jede Haut irgendwie anders. Ne? Es kann sein, dass ich mit der Sache gut zurechtkomme und jemand anders wieder gar nicht. Also ich habe keine Duftstoffe gesehen. Ich habe gesehen, es ist vegan. Und auch keinen blödsinnigen Alkohol. Also ich bin gespannt. Vielleicht ist das mega gut. Es ist Glycerin mit drin. Vielleicht komme ich damit echt mega gut zurecht. Und vielleicht ist es sogar besser wie das von Isana. Aber das glaube ich nicht. Ne, das von Isana 5 €. Das schlägt, glaube ich, nichts von dem Preis her. Also ich bin gespannt. Also ich möchte ihm auf jeden Fall wirklich eine Chance geben. Da gibt es auch noch ein Vitamin C Serum. Aber ich glaube, das ist nicht so gut. Also da habe ich mich jetzt nicht so reingefühlt. Genaue Preise habe ich leider keine mehr, weil ich nur einen halben Kassenzettel gekriegt habe. Weil ich ja die Sachen, die ich fürs Video brauche, ja auch aufschreiben muss und den Kassenzettel braucht. Und da eben Dinge wie das dabei sind, die da in dem Kassenzettel nicht dabei sein sollten. Also habe ich nur einen von zwei gekriegt. Ich weiß nicht, warum die mir den anderen nicht gegeben hat, aber naja. Eins hat unter 90 Cent gekostet. Ich mag die ganz gerne. Ich mag die mehr als die von Balea, lustigerweise. Und die werden auch immer verbraucht. Ich denke, ich werde eins wieder meinem Dad schenken. Der hat das auch ganz gerne gemacht. pH 5,5, es ist halt leicht parfümiert, ne? Also ein bisschen Duftstoffe hat es schon drin. Es wäre schöner, wenn da wirklich gar nichts drin wäre. Aber lustigerweise hat das von DM eben auch leicht Duftstoffe drin. Ich mag die, ich nehme die fast immer mit. Dann was Langweiliges. Zahncreme. Meine Zahncreme ist schon wieder fast leer. Es gibt beim DM eine, die werde ich mir das nächste Mal mitnehmen. Die hatte ich auch schon, die macht so einen wunderbaren Nachgeschmack und der hält so den ganzen Tag über. Tatsache, ohne Witz. Und die gab es jetzt eine Zeit lang nicht mehr, jetzt gibt es es wieder. Ich glaube, ich werde zuschlagen beim nächsten Mal. Jetzt habe ich aber erstmal die Alterra mitgenommen und die von Alverde mag ich nicht, die Nana Minze, die finde ich furchtbar. Bin gespannt, ob ich über die positivere Dinge zu berichten habe. Ein bisschen mehr über 1 € gekostet, glaube ich. 1,50 rum oder ich weiß es nicht mehr. Dann darf auch fast immer eine Holzzahnbürste mit. Und mit den Altera-Zahnbürsten bin ich persönlich echt gut zurechtgekommen. Das ist jetzt eine Bambuszahnbürste und die ist jetzt auch nicht mega teuer. Ich finde es ganz gut, dass jetzt jede Theorie so ein bisschen so ein Angebot hat, was das betrifft. Und ich verwende ja Holzzahnbürsten schon ewig. Also ist schon richtig lange. Wenn man sich da mal überlegt, was ich da eingespart habe, das ist schon mega krass eigentlich. Die hatte ich schon, mit der bin ich gut zurechtgekommen. Ich habe gesehen, da gibt es auch eine softe Variante. Die Mittel war, glaube ich, in Ordnung. Und hart gibt es natürlich auch. Nicht ganz so passend für den Kanal, aber ich habe mir einen grünen Tee geholt. Von Yogi-Tee. Bin jetzt mal gespannt, wie der so ist. Denn da ist auch Pfeffer und alles Mögliche drin und Holunder. Mal gucken, ob ich den gut finde, weil ich gerade in letzter Zeit sehr viel Grüntee trinke. Er riecht schon sehr kräuterig. Vielleicht hole ich mir noch einen, der irgendwie nach was anderem schmeckt. An die reine Grünteesache traue ich mich irgendwie noch nicht so richtig ran. Ich probiere mich aus. So, und jetzt haben wir ein Parfum
Also diese Larif-Sachen sind schwierig. So wie ich das auch schon in meinen letzten zwei Videos gesagt habe über Larif. Diese Kopfnote von den Parfums, die ist einfach nicht vorhanden. Wenn du dir das im Rossmann oder was auch immer oder im DM aufsprühst, dann riecht es halt einfach doof, ne? Es liegt meistens auch damit zusammen, die Qualität von denen ist halt jetzt nicht super hoch und die stehen halt doch auch im Licht. Und ein Tipp, Parfums halt wirklich länger haltbar zu machen, ist ins Dunkle zu stellen, ne? Und da finde ich es immer relativ schwierig, dann in der Drogerie zu sagen, ah, das ist gut oder das ist nicht gut. Bei dem war es so, das habe ich im Müller ausprobiert, das fand ich relativ schnell richtig gut. Und ist natürlich ein Kandidat für meine Parfum-Serie. Und das hat auch nur 4,99 gekostet, das ist runtergesetzt gewesen. Also habe ich nicht lange überlegt. So, und jetzt eine schwierige Sache. Darüber wird es ein Video geben und das werde ich, denke ich, heute auch drehen. Ich muss eh meine Haare waschen. Altera hat endlich was für Locken rausgebracht. Aber diese Formulierung von dem Shampoo ist kritisch. Ist echt kritisch. Weil da sind keine Sulfate drin. Es beschwert. Kein Alkohol drin. Und es haben schon diverse Leute unter das Shampoo auf der Webseite geschrieben, dass es halt einfach mega beschwert. Ne? Also vielleicht werde ich da so vorgehen bei dem Shampoo und werde erst mal mit einem festen Shampoo meine Haare waschen. Ich glaube, ich bescheiß mich da ein bisschen durch. Oder ich, fürs Video muss ich eigentlich echt die Kombination nehmen, auch wenn es schief geht, ne? Und das geht ja eigentlich bei so Videos. Eins hat 1,99 gekostet, also Spülung 1,99 und Shampoo 1,99. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Versuch, weil ich weiß, wie ich bin. Ich wasche nicht gern meine Haare. Ne? Also es ist schon diesen ganzen Aufwand und so. Und ich weiß, wie ich bin, wenn das schief geht. Also wenn du deine Haare geföhnt hast und nach dem Föhnen, du schon im Föhnen merkst, die werden nicht trocken und das ist das allerkrasseste Zeichen dafür, dass deine Haare zu fettig sind. Also da bin ich echt gespannt so. Also ich werde der Sache, denke ich, auf zweimal eine Chance geben. Einmal werde ich es so machen und einmal werde ich es dann mit einem festen Shampoo zusammenwaschen. Weil hier sind in der Spülung tatsächlich Proteine drin und in dem Shampoo aber auch. Aber es ist halt echt auch fettig wie Sau. Also ich bin schon jemand, der Sulfate echt gerne mag und ich glaube, das ist das Problem an dem Shampoo, dass es nicht richtig funktioniert. Da wollten sie eine Curly-Girl-Sache rausbringen und das ist ein bisschen schief gegangen. Also nicht jede Haarstruktur verträgt das und ich denke, meine verträgt das auch nicht. Also ich bin mega gespannt, seid gespannt auf das Video, das werde ich heute, denke ich, auch noch drehen. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Kennst du irgendwie die Produkte, die ich jetzt gekauft habe? Schreib gerne mal unten in die Kommentare. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!